Können wir mal wieder. Arne, was ist los mit dir? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion auf eure Fails, die ihr mir eingesendet habt. Wenn ihr nächstes Mal live dabei sein wollt, dann jetzt direkt auf Twitch abonnieren. Und dann könnt ihr nächstes Mal live einschalten, denn wir streamen das vorher immer live auf Twitch und laden es dann auf YouTube hoch. Und wenn ihr natürlich nächstes Mal auch im Video dabei sein wollt, dann sendet jetzt eure Fails an diese E-Mail-Adresse media@rightgang.com, um nächstes Mal dabei zu sein. Ihr habt mir dieses Mal schon einige Fails eingesendet. Es gibt außerdem endlich neuen Rightgang-Merch, und zwar richtig geiles Zeug, könnt ihr gespannt drauf sein. Solange der aber noch nicht da ist, gibt es dafür noch richtig fette Prozente. Es gibt auf alles, was im Shop ist, ab jetzt 30% Rabatt auf alles, was jetzt noch da ist. Nur noch eine kurze Weile, bis eben die neuen Sachen da sind. Das kann ich noch nicht genau sagen, wann das ist, aber bis dahin 30% auf alles im Shop, also jetzt abchecken. Alright, dann let's go. Wir starten rein mit euren Fails. Wir haben heute auf jeden Fall ein paar mehr Clips, wieder auf jeden Fall eine längere Episode, denke ich. Gott, Digga. Clip Nummer 1. Boah! Autsch, der Kollege sagt schon, dass er zu schnell ist, bevor er überhaupt abhebt. Zu schnell. Boah! Ja, die haben sich aber zum Glück schon hier was vor den Baum gelegt und er kann dann noch zumindest den Baum ausweichen, auch wenn er sich danach hinlegt. Okay, es scheint alles gut gegangen zu sein. Ich hoffe, das ist natürlich dann auch wirklich der Fall gewesen. Nächster Fail, POV. Über der Hip. Bleibt da stecken. Okay, also zum Glück nicht direkt hingelegt, aber anscheinend hier hinten, man sieht's. Hinten am Hinterreifen stecken bleibt. Sieht nicht ganz so angenehm aus. Aber immerhin ist der Sturz als solcher nicht so hoch gewesen. Da stellt sich das Vorderrad einmal 90 Grad quer. Aber er steht direkt wieder auf, er sagt, es ist alles gut, aber man sieht hier direkt am Anfang, da ist es noch komplett gerade und zack, 90 Grad. Und dann zum Glück hat er Handschuhe an, sonst wären bei den Steinen die Hände wahrscheinlich alles offen gut gewesen. Aber alles gut, das ist immer das Wichtigste nach so einem Crash-Fail. Train. Autsch, Slideout am Ende. Also der Train bei allen anderen läuft anscheinend gut. Bisschen kurz auf den Table. Und der letzte. Mieser Slideout. Ich hoffe, dass da genug Kleidung war, um nicht direkt auf die Haut zu gehen. Alter! Alter, das kam unerwartet. Ich dachte, der Fail kommt erst später. Macht da komplett den Nosedive. Der Klassiker. Mit dem Vorderrad komplett Nosedive. Oben, ja, quasi gegen die Landung gegen und dann Körper in kompletten Skorpion und dann rutscht er die Landung runter. Okay. Aktuell für diese Episode bis jetzt der heftigste Crash. Alter! Ich hoffe, es ist alles gut. Falls nicht, gute Besserung auf jeden Fall. Ein POV-Clip im Wald. Menu. Aua. Alter, das ist das Schlimmste, was man beim Manual haben kann. Einfach komplett, wahrscheinlich Bremse durchgerutscht. Ey, guck mal, er zieht die Bremse komplett durch, aber da ist schon zu spät. Da erstmal ein paar Meter auf den Arsch rutschen. Autsch. POV, ist das Warstein? Ja, ne? Bikepark Warstein, POV. One hand. Ah, ich versuch da anscheinend einen Crankflip. Verliert dann anscheinend die Pedale oder kommt von der anderen Seite nicht ganz runter von der Pedale. Also rechts geht der Fuß runter. Ja. Kann die Pedale nicht wieder fangen und dann. Winterberg. Übungsparcours. Tag No End. Oh, kriegt er die Hände nicht wieder an den Lenker. Ist auch ein kleiner Sprung für ihn.
Der Sound vom Impact. Ach, das war beides der Arne. Ja, ich glaube, Arne hat mehrere Clips eingesendet. Jo. Aber er sagt auch, alles gut. Das ist das Wichtigste. Next one könnte auch wieder vom Arne sein. Who knows? Auch in Winterberg. Den habe ich auch nicht erwartet, der kam zu früh. Slide-out in der Kurve. Ey, ich hasse mich, Mann! Ja, er kann lachen. Junge, warum immer ich? Warum immer ich? Alter, geil. Ja, Hauptsache er hat Spaß, bester Mann. Das ist der Moritz mit einem 360 nicht. Huge Impact. Also wollte dann 360 Tailwhip machen. Der steht. Hä? Fett. Nee. Ich dachte, er ist der Fett Goofy, weil hier die rechte Kurve rechts vorne ist. Beziehungsweise der linke Fuß links vorne ist, aber die rechte Kurve steht auch nach rechts vorne. Wahrscheinlich ist er einfach komisch von der Pedal abgerutscht. Boah, es hätte auch anders schief gehen können. Kann sich da zum Glück gut abrollen. Also der Moritz auch ab und zu mal hier am Start. Oh, Alter, was für ein fettes Steinfeld ist das denn? Das sieht ja von hier schon scary aus. Okay, so weiter, so gut. Immer noch alles gut und kein Fail. Ei, ei, ei. Okay, da hört der Clip leider auf. Aber verliert da die Pedale an dem, bleibt an einem Stein hängen. Oder an der Wurzel. Und dann geht's weiter bergab. Ah, fieses Ding. Da wird kurz die Familienplanung unterbrochen. Also so kein harter Crash vom Impact her, aber genauso möchte man halt als Kerl auf jeden Fall nicht landen. Also ich glaube, niemand möchte so landen. Autsch. Hoffen wir, ihm geht's gut. Wir haben's aber gemacht. Hauptsache gefilmt, das ist immer das Wichtigste. Das ist Innsbruck. Konnte sich da wahrscheinlich kurz nicht zwischen dem Frostweg und dem Trail entscheiden. Aber das ist doch Innsbruck, oder? Ich glaube, das ist Bikepark Innsbruck. Da bin ich auch schon mal fast, genau an der Stelle bin ich auch schon mal fast vom Track geflogen. Da mich da irgendeine Wurzel unerwartet hochgeboxt hat. Aber schön weich im Gras gelandet, auch gut. Niklas-DH macht den Whip, landet im Flat und fast 90 Grad. Das arme Hinterrad, der arme Rahmen und der arme Reifen auch. Bada boom, bada bang. Aber immerhin so halt halbwegs ausgefahren. Okay, jetzt hier haben wir einen kompletten Zusammenschnitt. Ja, geht mal Stück für Stück durch. Barspin, beziehungsweise ein halber Barspin. Also so ähnlich bin ich neulich auch mal gelandet bei dem Oppo Bar. Ich wollte Oppo Bar Bar machen. Ganz komisch geworfen, auch irgendwie Rad nach unten verloren. Ganz fieses Ding. So, nächster Clip. Auch ein Bar, oder? Nee, One Hand. Kriegt die Hand nicht wieder an den Lenker, bevor er landet. Das gleiche Schema beim No-Foot-Can. No-Foot-Can landet aber auch nicht auf den Pedalen. 270 anstatt 360. Ja. Aber schön weich im Sand. Hier haben wir noch einen Trampolin-Fail. Oh, das sieht auch böse aus. Das ist auch sehr unangenehme Position da gerade. Noch ein Barspin, noch ein Dreiviertel-Barspin, immerhin. Ach so, das ist alles, ich glaube, das ist die Celine. Die ist auf jeden Fall gut am Senden. Okay, danke auf jeden Fall für den Zusammenschnitt und Einsendung. Von dir brauchen wir jetzt jeweils von den ganzen Tricks für das nächste Video die ganzen gestandenen Tricks. Das heißt einmal ein Video vom gestandenen Barspin und vom gestandenen Dreier und vom gestandenen No-Foot-Can. Das waren jetzt nämlich genug Fails von den Tricks.
180s. Okay, auch geiler Zusammenschnitt direkt. Okay. Der sah wild aus. Footplant in einer Kurve. Ich wollte gerade sagen, bisher alles so mellow fails, also wo man auch easy so rauslaufen kann. Und jetzt fällt er einfach in den Brunnen. Geil. Auf jeden Fall vielen Dank für den Zusammenschnitt schon mal. Ich glaube, der Dude mag den Boden. Da landet er nämlich ziemlich oft. Vielen Dank für den Zusammenschnitt, richtig geil. Movie Number One. POV, Bikepark Winterberg. Boah, da hat man richtig gute Geschwindigkeit drauf an der Stelle, wenn man aus dem Wallride kommt da. Oh, da wird direkt der Helm weggeschmissen. Da ist auf jeden Fall erstmal der Schock groß. Shoutout an Ed Lukas Schnitzel. Der Rahmen hat auf jeden Fall seine beste Zeit gesehen. Was ist das? Ist das ein Giant oder ist das ein Bergamont? Ich glaube, es ist ein Bergamont, oder? Ja, auf jeden Fall hier direkt hinter dem Innenlager einfach abgerissen. Krass. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dass es nur das Rad ist, was kaputt ist und dass es dir gut geht. Weiß ich gerade nicht. Tuck no hand. Okay, das Gute ist, er ist ausgefahren, er ist nicht gestürzt. Das Schlechte ist, auch wieder schwierig mit der Familienplanung. Boah, du tust mir echt ein bisschen leid gerade. Auch wieder POV. Da wurde die Hip nicht gehippt, sondern einfach geradeaus ins Gebüsch gesprungen. Auch ein bisschen weit. Ja, war ein Guder. Was hat er gesagt? Es war ein Guder. Ja, war ein Guder. Hat er gesagt, war ein Culo? Schreibt mal in die Kommentare, was er gesagt hat. Ist er Italiener oder was? Okay. Filmt anscheinend lieber andersrum. Ganz fieses Ding. Er fliegt ganz schön lange und kommt immer mehr Nosedive. Nosedive, Nosedive, Nosedive. Boah. Auch wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, dir geht's gut. Coco-Melon! Bisschen laut. Und dann nochmal schön vom Kollegen überfahren worden. Namens Sui. Kriegt wahrscheinlich die Hand nicht genau. Die Hand ist nicht wieder am Lenker. Und der Kollege hat auch keine Gnade. Wo ist der Spot? Ist der in der Schweiz? Ich glaube, es sind noch nicht ganz auf der Bar. 36. Aber geiles Reh. Das ist in der Schweiz, oder? Aber geiles Resi, Alter. Schön Slide-Out, passiert nichts. Kann er gut rausrutschen nach dem 360-Versuch. Tipp ist... Wo ist das? Barspin? Bubble Barspin? Er hatte beide Hände am Lenker. Er hatte beide Hände am Lenker, aber wahrscheinlich noch nicht den Griff fest genug. Arr. Okay, wir haben anscheinend den ersten Motocross-Fail in diesem Video. Motocross könnt ihr auch immer gerne einsenden. Boah, wie einfach fast immer alles direkt viel fieser ist beim Motocross, weil die Geschwindigkeiten halt einfach höher sind. Wird da ein bisschen hochgebounced, kommt jetzt ins Tumblen rein. Boah, und überschlägt es dann nochmal, obwohl es da schon bergauf geht. Fieses Ding. Ich hoffe, dass auch da nichts passiert ist.
Barspin. Beide Hände am Lenker vorbei, aber nichts passiert. Es ist eigentlich noch nicht mal ein Crash, weil er nur das Fahrrad wegwirft. Ai, also entweder reißt ihm direkt vorher die Kette oder er verliert einfach so die Pedale oder die Kette springt um und er verliert deswegen irgendwie die Pedale oder Kurbeln, aber irgendwas geht auf jeden Fall kaputt oder er rutscht so ab vor dem Absprung und er hat absolut keine Kontrolle mehr. Macht wahrscheinlich dann, war es ein Seatbounce-Absprung? Und er hat auch ganz schöne Geschwindigkeit drauf, der Sprung ist jetzt auch nicht so klein. Ja, da sind die Füße auf jeden Fall, ja, irgendwie Kette abgesprungen oder so, Füße sind nicht mehr auf dem Pedal, er sitzt. Springt komplett im Seat bei uns ab. In den ungewollten No-Foot Superman. Und dann noch Sprocket Case oben drauf. Also ich glaube, dass nichts passiert ist, aber ich glaube, das ist bisher mein Lieblingsclip. Ganz fieses Teil. Das hört sich ja nicht gesund fürs Fahrrad an. Oh, der geht auch Nosedive. In Zeitlupe. Ja, so ein Helm ist schon was Feines. So ein Helm, der den ganzen Impact vom Kopf wegnimmt, ist schon sehr, sehr gut. Mit der Home Trails anscheinend. Da war schnell die Kontrolle weg. Sehr schnell auf den Sprung zugefahren, irgendwie wahrscheinlich versucht ein bisschen zu whippen. Bisschen sehr am Lenker gerissen, wie es aussieht, und dann gar keine Kontrolle mehr. Slide out. Dirt Jump Home Trails. Ähnlich wie eben der Dude auf dem Resi, aber der hat wahrscheinlich keine Resi-Landung hier. Auch 3/4 360 springt dann ab. Man sieht die Landung leider nicht. POV Green. Oh. Das ist Green Hill Bike Park, das erkennt man an diesen. Moment. An diesen Toren da. Aber es ist anscheinend nicht er selber, sondern es ist hier oben, fällt einfach einer da den Hang runter aus dem Nichts. Autsch. Oh, der Impact klingt auch nicht gut. Steht auf. Und hier auch ist ein Kollege, der vor ihm stürzt. Oh, gegen den Baum auch noch. Aber er kann sich zumindest schon mal umdrehen und gucken. Ich hoffe, dass da auch nichts weiter passiert ist. Gleicher Sprung wie eben. Diesmal. Ich weiß nicht, ob es der kleine Bruder oder so ist. Ah, ne, gleiche Landung, aber anderer Absprung. Ein kleiner Tabletop. Und dann to No-Foot Landing. Aber rollt auch noch weg. Das ist auch. Das ist auch Warstein. Ich dachte erst, es wäre Kalnitzer. Aber es ist Warstein. War ich auch lange nicht mehr. Schreibt mir in die Kommentare, ob es sich lohnt, da mal wieder hinzufahren. Ja, der Stepdown, der ist relativ groß. Alles easy, alles gut. Dann Whip an dem Step-Up. Ist auch wieder der Arne. Alles klar, der Arne hat auf jeden Fall richtig viele Einsendungen gemacht. Whip auch richtig schön, 90 Grad. Aber verliert da die Pedale oder hat er sogar Neck-Neck gemacht? Ja, genau, macht Neck-Neck. Und da ist der Fuß schon hier weg von der Pedale. Kriegt das Rad allerdings nicht mehr zurück. Ah, Schnorrer. Nochmal schön die Zeitlupe. Ist der Schoner? Ist das die Hose? Man sieht es in der Zeitlupe, glaube ich. Moment. Ja, da ist direkt komplett die Hose auf. Aua. Alter, aber beide Knie. Oder war die vorher schon so? Okay, Arne hat anscheinend immer eine andersfarbige Schwinge. Daran erkennt man, dass es Arne ist. Dann weiß ich es für die nächsten Male. Er kann auf jeden Fall sein Rad wieder hochschieben. Aber Arne, wenn du das siehst, dann trägst du keine Knieschoner. Sprocket Case, auch wieder ein Zusammenschnitt hier direkt. Alter, der wäre richtig steasy gewesen. Er hat nie das Hinterrad vom Boden. Er bleibt auf dem Boden, wäre quasi komplett bar many up, too many, aber geht dann leider hinten rüber. Das ist auch wieder Winterberg. Aua! Der sah übel aus. Hat sich zumindest übel angehört. Digga. Grüße gehen raus, mit den Barspins hast du es auf jeden Fall.
180 für eine Half Bar zumindest. Fuck, scheiße. Nein. Oh. Das ist das neue Trainingsgelände in Winterberg auch, ne? Also nicht das vom Bikepark, aber das ist in der Nähe vom Bikepark, ne? Nein. Einfach Dreiviertel Flip. Nein. Aber auch cool, der Kollege, der sich um sie sorgt. Oh, um ihn sorgt. Auch wieder Warstein. Das ist entweder auch, ist auch wieder Arne, oder? Quatsch du! Arne hat seine Achse zerbrochen oder so. Nee, direkt mal den Rahmen. Und deswegen, Leute, der andersfarbige Hinterbau. Jetzt erklärt sich einiges. Ich glaube, das Ding ist durch. Meinst du? Bin mir jetzt. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das Ding ist durch. Auch wieder Warstein. Alter, Warstein ist Poppin, oder was? Das sieht ja eigentlich echt geil aus, ja. Können wir mal wieder. Arne, was ist los mit dir? Was machen Sachen? Aber schön, ey. Moment, wir versuchen mal einen passenden Zeitpunkt zu stoppen. Verdammt. Schön klickt, Alter. Props gehen raus an Arne. Wir machen das jetzt so. Wir verlosen wieder was in dem Video. Und zwar unter allen Kommentaren verlosen wir ein Shirt des Gewinners nach Wahl. Der Gewinner kann sich ein Shirt aus dem Shop aussuchen. Und zwar schreibt ihr in die Kommentare, welcher euer Lieblingsfail ist aus diesem Video. Und wir picken uns einen Kommentar raus. Der kann sich entweder ein Shirt aussuchen oder, wenn wir genug Kommentare für Arne haben, wenn Leute einfach schreiben, soll ich... Könnt ihr ein Shirt gewinnen oder soll Arne zwei Shirts gewinnen? Dann schreibt das auch in die Kommentare, weil dann kriegt Arne auf jeden Fall ein Shirt für die ganzen Einsendungen, beziehungsweise zwei Shirts, wenn mehr Kommentare für Arne da sind als für einzelne Leute. Also wenn ihr für Arne seid, schreibt es auch gerne in die Kommentare. soll ich dem Gewinner ein Shirt geben oder Arne doppelt? Das machen wir jetzt, weil Arne hat echt richtig viel geiles Zeug eingesendet und sich ganz schön gesmashed. Hätte auf jeden Fall verdient, aber... Wenn ihr eins gewinnen wollt, auch gerne einfach euren Lieblingsgewinn in die Kommentare schreiben. Okay, ich habe gerade hier im Stream den Kommentar. Eindeutig Arne, eine neue Hose. Hosen gibt es leider aktuell noch nicht im Shop, aber tatsächlich am Überlegen, Baggy Pants in den Shop zu bringen. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir vielleicht Arne auch mal eine neue Hose besorgen. Alter, fieser Slam. Nochmal Zeitlupe zum Nicht-Genießen. Digga, Arne, bleib mal heile und Knieschoner, Alter, noch besser, ja, stimmt, Arne braucht Knieschoner. Also, entweder kriegt der Gewinner der Kommentare ein Shirt oder Arne kriegt zwei Knieschoner, denn man braucht ja schließlich zwei. Okay, Table Line, auch wieder der Klassiker, wie der andere Kollege vorhin, schön nose-lastig, oben gegen die Landung im Vorderrad. Autsch. Ich hoffe, da ist alles gut gegangen. Arne einfach ganzes Equipment. Ja, mal gucken. Ich wette, Arne hat für die nächsten Episoden auch noch mehr am Start. Auch wieder Winterberg hier. Kleiner kurzer stylischer Turbo gehen, aber kriegt die Hand da nicht wieder an den Lenker. Vorletzter Clip. Sofort Ken. Oida. Schön dann auf dem Kern landet er leider ein bisschen tief und schräg. Alter. Er hat auch nur ein T-Shirt an, das könnte also ein bisschen schmerzhaft gewesen sein. Fährt er auch ohne Handschuhe? Ja, dann ist er auf jeden Fall noch schmerzhafter. Letzter Clip für diese Fail-Episode. POV, auf Green Hill. Ich glaube, das ist der gleiche Typ aus dem Video eben, wo der seinen Kollegen gefilmt hat. Ich glaube, das ist der gleiche Typ, der da eben hingefallen ist, der da runterfällt. Könnte sein, oder? Dass das der Typ aus diesem Video ist. Wow. Also vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Waren auf jeden Fall einige gerne dabei. Shoutout natürlich auch an Arne. Gerne mehr davon, Arne, aber ich hoffe, dass hier nichts passiert. Und wenn ihr jetzt auch in der nächsten Episode dabei sein wollt mit Clips, dann Clips einsenden an media@ridegang.com. Einfach alles raushauen, Bike, Motocross, was auch immer. Und gerne auch schon zusammenschneiden.
in der bestmöglichen Qualität, dann ist es für alle Zuschauer am angenehmsten. Und wenn ihr live bei der nächsten Reaction dabei sein wollt, Twitch abonnieren. Ich habe es jetzt nämlich dieses Mal beim Livestream auch dann doch wieder nicht auf Instagram angekündigt, weil es relativ spontan war. Aber wie gesagt, einfach Twitch abonnieren, dann seid ihr dabei. In diesem Sinne, Leute, kommentiert, welcher euer Lieblingsclip aus dem Video war oder gönnt Arne vielleicht einfach ein paar Knieschoner und ein Shirt. Und ansonsten gerne das Video liken, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video auf diesem Channel. Bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss. They told me God bless. I told them I wanna bless God. Yes. I told them I wanna bless God. What's that mean? What's that mean? What's that mean, huh? What's that mean? What's that mean? What's that mean, huh? What's that mean? What's that mean?